Okay, wir versuchen aber ein Triad-Game zu spielen hier. Ich zeige euch mal, wie man mit Tanks spielt jetzt, Leute. Actually, meine Tanks sind so fucking gut. Ne? Ich muss mich einfach nur dazu überwinden, die zu spielen. Flash Q. Ah, jetzt haben die zu viert das geschert. Mein Gott. Wollte gerade schreiben, ich bin weak side, aber Kha'Zix kann eigentlich auch meine Lane ganken. Aber muss er nicht. Ja, das soll reichen. Level 1 Botlane TP'en oder Level 2? Wie sieht's aus, Leute? Ne? Wir TP'en Botlane, ne? Direkt jetzt hier. Na, müssen wir nicht, müssen wir nicht. Das ist, wir müssen das nicht so overforcen. Wir sind, Mauke ist ein sehr, sehr guter Scaling-Champion. Aber schau ich das mal an. Ist es nicht eigentlich am besten, hier Botlane einfach zu TP Level 2? Ja. Hecum könnte auch Toplane ganken, ne? Das ist Desaster, Leute, wenn Botlane verliert. Okay, die Pots müssen reingehaut werden, Leute. Vielleicht wäre es gut gewesen, wenn ich mich einpushen lasse. Bin relativ easy zu ganken für den Ekrim jetzt. Ah, ich habe eine große Wave jetzt hier. Ekrim ist bei meinem Kha'Zix. Okay. So, wir rennen jetzt dahin. Platzieren ein Pinkwort. Und schauen, ob wir Mitte ganken können. Danach gehen wir Toplane. Das war risky, dass ich die Wave gepusht habe. Also ist fein. Nur weil Hecker mich top war. Gehen Mitte. Hecker bei. Problems. Ready? Hat sie, oder? Hat sie, ja. Nice. Wegtippen können wir nicht. Ren has er in Caps Lock. Also jetzt habe ich Steuerung A und Steuerung C gedrückt, damit ich es kopieren kann. Und jetzt kann ich die ganze Zeit spammen, sobald Shen Level 6 hat. Ja, er hat es aber noch nicht. Noch alles gut. So, ich muss den Base abbrechen von Shen.
Also bauen wir Slowpush auf und dann können wir eigentlich wieder TP'en. Also dann können wir TP'en. Aber ich muss auf Shen Ulti achten. Ach, ich kann der Botler nicht TP'en, ich schau da nicht mal. Ich kann da einfach nicht TP'en. Wenn Shen TP'et, dann TP'et er. Kann nicht TP'en. Okay, Senna ist ein Inter. Wird für Lucian gespielt. Für Akali Mane. Bis Slowpush können wir den Gegner da, also können wir eigentlich wieder das gleiche machen. Ward, also basen und gleichzeitig dann die Golems warden. Und dann den Playversuch machen. Ich lieber für einen sicheren Base. Muss halt unbedingt Base hinkriegen jetzt hier. Und ich habe meinem Team auch wieder gute Vision hier gegeben. Gute Informationen, haben auch gute River-Kontrolle durch mein Ward. Gehen hier das da. Doch. Glaube ich besser, wenn ich einfach. Ah, gut, das passt. Also man kann streiten über Barmis, aber ich möchte den Shen eigentlich einpushen, ne? Deswegen ist Wave Clear Item fein. Shen ist relativ ahead in XP. Weil er noch nicht Base war einfach. Er muss aber irgendwann basen aber er wird wahrscheinlich jetzt. Also ich habe schon mein zweiter Base, den ich jetzt nehme, ne? Er muss halt irgendwann basen und Toplane spielen. Eigentlich müsste ich die Wave jetzt hier freezen. Um seinen TP zu forcen. Das ist, glaube ich, das richtige Play. Er hat noch nicht gebased. Ey, Full AP! Jesus! Die Grüße gehen raus, Mate. Danke, Bro. Eigentlich müssen wir doch gewinnen. Wir haben eine fette Item Advantage. Weiß nicht, warum der mich fightet. So, da ist auch eine Pflanze im River. So, wir können eine Platte holen und sein Base denyen nochmal. Indem wir gleich vorlaufen und eine E in diesen einen Busch da platzieren. Hacker ist Botside. Ah! Ah, okay, schade. Ja, Shen wird Toplane TP'en. Wir müssen nicht basen, wir können hier eine Pflanze laufen. Die nehmen. Dann TP'd nicht Toplane. Okay. Hä? Der Shen hat 100% noch nicht TP'd, ne? Er safe sein TP einfach. Okay. Der Shen Ulti wird kommen und Akali ist nicht da. Ja, einfach den Dragon securen. Und dann raus. Akali kann weggehen. Wunderbar. Hoffe ich Slowpush zu mir. Egal was da passiert, da kann ich nicht helfen. Das ist einfach Grief. Ich verstehe nicht, wie Kha'Zix so gestorben ist. Es war einfach übelst int. Ne? Drake and out. I don't know why we die. Ah, okay, wenigstens. Der Hacker und seine Kill. Shen muss TP'en. Und wir haben den ersten Drachen bekommen. Das ist auch ganz wichtig. Oh, das ist sau wichtig jetzt für Akali. Bam, nice. Okay, Akali wird carryen. Labert die Morgana. Und der Shen intet. Hecarim.
Wenn wir die Topside-Krabbe gönnen. Ah, ich glaube, ich halte einfach die Prio top. Ist aber schon risky. Eine Information von Hecarim. Der könnte halt Toplane ganken. Ich und Shen sind relativ low. Aber der wird dann geslowt werden, wenn er durch den Tribush läuft. Also die Map können wir gerade nicht beeinflussen. Wir müssen jetzt einfach fürs 1 gegen 1 spielen. Wir gehen, by the way, Sunfire SP Visage, würde ich wollen. Hecarim ist Mitte. I guess wir könnten verpushen und dann Mitte rotieren. Ah, die Topside-Krabbe ist nicht so objective, ne? Das hätte ich realisieren müssen. Ich hätte da, nicht da eigentlich schon da sein sollen. Okay, wir haben, den Ping müssen wir auch defenden, ne? Rippling Quad. Der Herald ist auch unser. Ja, Hecarim move Botside, oder? Oder pusht er Mitte und wir zum Herald? Der Herald ist unserer. Ah, Kali wurde leider gekillt. Das ist nicht gut. Ja, aber die glaube ich nicht, dass die Mid-Tower kriegen, oder? Nee, im Leben. Wir haben den Herald, das ist ganz wichtig. Für uns. Wo ist Hecarim hin? Nice. Lol. Der kann für mich gehen, ich muss aufpassen, by the way. Ah, ich kann ihn einfach wählen, ne? Der ist 100% tot. Einfach die Wave lassen, einfach die Wave lassen, ich muss ein Reset holen. Ja, wir sind mega, mega gefeedet. Warum kann Ulti? Ich weiß nicht, wann. Interessant, dass du dir die Ulti gespart hast, anstatt den Solo-Kill auf der Lane. Nee. Ich weiß nicht, ob ich den Solo-Kill hätte können. Ja! Okay. Aber. Keine Ahnung, hey, wieso sollte ich das Risiko eingehen, da in Chen zu diven oder so? Oder zu Solo Kill, I don't know. Ja, was ist mit der Morgana los, Alter? Komplett crazy im Kopf. Was ist mit dem Drachen, Leute? Geben wir oder was? Nice, Free Kill. Tower leider nach der 14. Minute. Ah, es war eine schlechte Ulti, dieses Bett. There we go. Base. Fade wurde solo killed in der Mitte. Muss den Mid-Tower saven. Mit dem TP jetzt hier. Ich bin auf der Tower. Ich bin einfach um den Tower zu saven. Machen die deren Duelen gerade den Drachen oder was? Oh lol, der Lucian. Wir wollen den Drachen machen. Können die aber nicht. Ja.
doch, können wir, oder? Ah, das. Hm, vielleicht ein Desaster? Ich glaube schon. Heißer Flash. Nice. Ist in Akali reingeflasht. Wunderbar. Shutdown für Akali. Und wir haben den Drachen bekommen, was ganz, ganz wichtig ist. Leute, ich gehe im Pissen. 30 Sekunden easy. So, ich cover jetzt Akali die ganze Zeit. So, ich spiele einfach um die Akali rum jetzt. Bis ich TP hab. Ah, die haben mich gesehen, ne? Die haben mich gesehen. Besser. Wind. Hm. Das hab ich nicht gesehen. Okay. Ah, das war mega In-Play. Bakali. Mann. Ah, I don't know. Oh fuck no. Das ist Zeit zu kaufen. Ach man. It's okay. Eigentlich ist es nicht okay. Ja. Eigentlich ist es mega dumm. Nice, Kasse. Flash. Nice, stark. Wichtig. Ah. Ah, Morgana. Ah. Kasse ist tot. Hecum ist todesgefeedet. Leute, 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 was macht ihr? Was macht ihr? What the fuck? Verpisst euch da. Okay, ich bin jetzt da, I guess. Toppen Tower können wir verlieren, das kann man so. Da, Moment. Ah, ich komm da nicht ran. Ah, jetzt. Bam. Ja, bam. Wickel. Ist er da? Okay, wir werden jetzt gleich geflankt von Hecarim. Ah, der macht nicht mal den Blue Buff. Was? Okay, ich würde gerne für Top Farm gehen. Der Sender muss basen. Schau mal, ob die hier Vision haben, die Gegner. Schau mal, ob der den Herald macht. Macht er nicht. Muss Top einen auspushen. Bang in einer Minute. Also können wir, I guess, Top Lane pushen. Und dann basen und zum Team laufen. Das ist, I guess, the way to go hier. Wait, wir müssen ja nicht mal Spill Visage gehen. Oder? Aber wir brauchen Adaptive Helmet. Warum habe ich jetzt einen Killgen gekauft? Ach, Gottes Willen, Alter. Das ist ein Itembild. Hier, Kasus Intet. Ich helfe ihm da sicher nicht. Ja. Ich glaube, er kommt einfach raus. Weil ich muss basen und zum Drachen laufen. Ich brauche einfach. Ich glaube, ich brauche einfach eine Bramble West. Das ist was ich brauche. Okay. Oh, ey. Wow. Oh, stark.
Die Akali klingt. Die Akali klingt die Kaiser, oder? Muss sie, muss sie. Oh, oh mein Gott. 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 Übelst Grief von Hecarim, der Fight, ne? Und die gewinnen den einfach. Krass. Das ist shit. So, das Play ist jetzt hier, der Akali helfen, die Wavehost pushen, erstmal die kleinen Raptoren, die clearen, vielleicht die Senna protecten in der Mitte, damit ihr die Mittelfrucht annehmen kann, weil mein Support skippt gerade mega kranke Steps, ne, Senna braucht viel Cover, ne, ja, ne, das meine ich damit, ne, die wäre jetzt tot und hier wird gefightet, ne, aber ist gut, wir gehen auf, okay, wunderbar. So, der Mid-Tower ist unserer. In den W-Range kommen, ne, sind die tot. So, Akali Group Mitte, was übelst, übelst, übelst bad ist. Ne, die muss eigentlich Silent bleiben. So, ich enze jetzt Botlane. Und wir müssen Toplane enzern. Und ihr müsst the fuck out again da Midlane. Ihr müsst da euch verpissen. If you don't get engaged mid now, please. We push sides, please. Gehen die für einen Catch auf mich? Nee, oder? Oh, könnten die. Quasi geht für einen Catch auf Lucian. Wer könnte denn noch da sein? Hecarim wollte Botlane Play machen, aber hat er abortet. Boah, das war risky von mir. Okay, wir haben Top und Botlane Prio jetzt. Und wir haben Akali-TP, also kann ich da reinlaufen. Wenn die auf mich drauf gehen, gewinnen wir den Fight. Na, wir brauchen jetzt einen Akali-TP, wir brauchen Akali-TP. Wir chasen die, wir chasen die, wir chasen die. Easy peasy, easy peasy. Chase, 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 den Chen, den Chen. Wir chasen da weiter, Leute. Okay, müssen wir nicht, müssen wir nicht. Wir holen uns die Vision-Kontrolle jetzt hier. Ich habe versucht, irgendjemanden zu wählen, aber... gut, nix. Das ist zu deep jetzt hier. Ich überlege gerade, ob ich basen soll. Ich glaube, wir halten jetzt einfach die Kontrolle hier. Ich laufe mal hier Midlane, damit mein... Senna gechillt die Wave pushen kann. Wir können aber nichts hier draus machen. Ne? Stay, 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 stay. Go, let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Ne? Scheiße. Arm. Ne, Thresh. Ich muss peelen für Senna. Senna, 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 Senna. Senna, Senna, Senna. Senna, Senna ist. Senna gewinnt the fight, easy. Muss W sparen. Und 2 für 2. Da bin ich gerade reingedasht, aber ich kann wenig drücken auf ihn. Muss meine Space aufsparen. Für den Center Peel. Die machen jetzt keinen Nash, oder? Was ist mit Nash? Die pushen Sides, okay. Ich bin's Side. Okay. Bada bing, bada bung. Ich brauche Adaptive Helmet. Boah, der Kindle Jam, der bringt mir gar nichts. Akali will Bot. Ah, Dragon 45. Okay. Bisschen Mars. Nee, 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 Leute, ich brauche Bombe. Been slain.
Okay, Morgana will anscheinend das Spiel verlieren. Ne? Hat sie nämlich gerade fast. Also, das. Crazy, ne? Gift, Drag. Ja. Das ist einfach schade, schade. Okay, ich muss einfach für die Sender spielen. Da kann ich nicht gecatcht werden, Botlane jetzt. Ich tippe die da nicht hin. Ne? Die kriegen da nichts raus. Die kriegen halt nur sicher den Dragon. Ja, könnt ihr gestern den Nash starten. Ich spiele noch Top Wave. Ja, das wird halt eh nix, ne? Das Int, was die Gegner machen, das Int. Ich glaube Kaiser. Und ich muss spielen für Senna. Dass Senna auszutreten kann. Ich bin auch besser. Das bringt nichts, oder? Ah, Senna muss da auto-attacken. Ah, die hätte auto-attacken können. Mein Gott, meine Senna ist so eine Pussy. Ach, Mann. Ah, der Kindle Jab, den ich mir gekauft habe, ist so übelst Int, Leute. So fucking Int. Ah, ich kann, I guess, nicht so reinwählen. Ah, die Senna hat einfach Bonus. Okay, Kaiser down. Kaiser down. Botwave. Akali kann Botwave holen. Oder können wir einfach in den. Können wir einfach hier reinrennen? Warte. Die Senna will für Red Buff gehen. Akali muss Bot. Akali muss Botlane gehen, Akali muss Botlane gehen. Ja, Akali hat keinen Bock. Ich muss einfach für Senna peelen, Leute. Akali muss Botlane gehen. Ah, what am I seeing, Kha'Zix? Oh, die wissen nicht, dass ich. Oh. Abpresser. Senna. Abpresser. Oh, ich hab Flash. Okay, Nash. Ich kann nicht basen, ich muss Nash tanken. Ja, ich glaube, Kali kann easy defenden. Ah, ich muss jetzt gleich Shot callen, ne? Weil wir mit dem Nash 4-1 für Bot spielen müssen. So, ich hole mir Pinkboard und ein Elixier. So, die ganzen Towers wollen wir haben. Ja, top, fixen. Scheiß auf top. Slow pushen, slow. Einfach Mitte TP'n, Bro. Einfach Mitte TP'n. Einfach, wir brauchen. Muss Face checken. Ja, aber meine Senna, Bro. Oh. Oh mein Gott, was passiert da Botlane? Ich rast gleich aus, Alter. Oh, ich rast gleich aus. Senna peelen, für Senna peelen. Sanapieren, ich hab sie. Ah, ja, für Sanapieren.
Abhielen, bis dann abhielen. Wir enden hier. Stand-up healen, niemand kann flanken. Hack-Com-Lution. Hack-Com-Lution. Ist eigentlich nur für Stand-up healen. Wenn wir dann am Leben halten, dann gewinnen wir. Ist eigentlich nur Hack-Com sehen, wenn er reinultet. Ah, ich kann ihn einfach hier. Stand-up healen. Stand-up healen, scheiß. Oh, ich kann den Hack-Com eigentlich sehen, ja. Hier ist Stand-up healen. Mach den Ausweg auf den Feld, danke. Bombi 9. Die Pfeife kann man auch noch killen. Bombi 9, einfach Bombi 9. Bombi 9, by the way. Legit Bombi 9, Leute. Es war legit ein Bombi 9 Spiel von mir.